Moin aus Flensburg. Wir möchten Ihnen hier kurz zeigen, wie den Apple CarPlay funktioniert bei einem Push-Show. Erstmal nehmen wir den Kabel von Apple, USB, und verbinden wir einmal kurz mit unser Handy. Dann schließen wir das Handy auf, erlauben die Notifikation auf dem Telefon und dann wird das automatisch auf dem Schirm verspiegelt. Dann haben wir komplette Steuerung über den Touch-Funktion, über Telefon, also normale Anrufe, Telefon, Kontakten, Anrufliste etc. Wir können sogar auf Mac richten, aber was wirklich ist, wir können über Maps, Google Maps, die Navigation steuern. Da haben wir die Option hier einfach eine Adresse einzugeben oder wir gehen auf Point of Interest und wir möchten jetzt gerne einmal tanken und das Auto zeigt uns einmal den Ruder.